diesem Ding. Alter! Auf jeden Fall gleich so ein bisschen kaputt. Versucht ihn mal zu regenerieren kurz. Ah, sehr schön. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der dadurch auch regeneriert. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Ey, das Ding geht nicht down. Ah, falsche Taste, ich wollte springen. Endlich habt ihr mal Probleme. So. Krass. Der Himmel sieht echt ultra aus hier. Hammer. Oh. Na, wer ist denn da? Wer ist das denn? Ich hab euch alles gesagt. Lasst mich doch in Ruhe. Es gibt wieder keine Synchro. Warum? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ihr seid das. Was wollt ihr denn? Darf ich? Das wird ihn umbringen. All diese Tests, die Operation. Sie konnten mit Mutter keinen neuen Prototypen mehr schaffen. Also haben sie es auf künstlichem Wege versucht. Ja, es tut mir leid, ich weiß nicht, warum es hier keine Synchronisation gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, warum. War beim letzten Mal ja auch schon. Ich habe in die Einstellungen geschaut und so weiter und so weiter. Was? Haben uns zu Monstern gemacht. Weiß, wer du bist. Du bist ihre Missgeburt von Sohn. Ich bin wegen dir gekommen. Ja, es wäre definitiv schöner mit Synchronisation. Du musst die dreckige Made töten, die in ihr heranwächst. Sie ist nicht mehr eure Mutter. Das Kind, es muss. Es darf nicht sein, dass es... Grüße unsere Mutter. Hat Puff gemacht. We'll be right back.
geil. Einfach geil. Dazu braucht man, glaube ich, keine Worte zum Ende. Für die Mission. Das war schon krass. Das war... Aber es ist echt ein bisschen doof, dass die Synchro nicht funktioniert. Ich verstehe nur nicht, warum. Ich habe da so viel eingestellt und dies und das und hin und her. Keine Ahnung. Ich weiß leider nicht, woran das liegt, dass die Synchro nicht übertragen wird. Das tut mir extrem leid. Wir machen erstmal einfach weiter. Bevor die Familie sich wieder vereinen kann, müssen die Brüder zuerst die Erinnerung an Harlan Wade auslöschen. Oh nein, Harlan Wade. Abschnitt 08, Krankenstation. Oh nein. Na, einmal richtig hinsetzen. Wir nannten ihn wieder, ja, das ist wieder noch? Keine Synchro. Ich wollte ihn kalt machen, ein Messer ins Herz stoßen. Das sind auf jeden Fall die Brüder jetzt, wo sie klein sind. Dabei war er das Monster. So wie wir sie kennen aus den Zwischensequenzen mit der, ja, mit dieser Station, wo sie Tests an ihnen durchgeführt haben. Jetzt verpassen wir natürlich extrem viel von der Story. Das ist total ätzend. Folge mir, wenn du nicht allein hier. Schauen wir uns das Video trotzdem an, würde ich sagen. Auch ohne Synchro. Komm schon, beeil dich! Er wartet da drinnen auf uns. Unsere Mutter war nie der Feind. Sie war nur der verlängerte Arm des Teufels. Oh, ist das ätzend, ist das ätzend. Ich glaube, die sind einfach da zurück in dieser Station, die beiden Brüder. Ja, Project Orion. Origin. Ja. Sie sind jetzt also zurück. Und erinnern sich daran, was ihnen angetan wurde, als sie klein waren. Aber er gehörte nie zur Familie. Die Brüder kehren sozusagen zurück. Setze die quälenden Erinnerungen in Harlan Wade ein Ende. So, herzlich willkommen hier in dem Haus der Schmerzen und der... Ach du Heiliger. Biete deiner Vergangenheit als Kind die Stirn. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, jetzt kriegen wir also immer so als kleine Sequenz. Ihre Söhne. Jetzt kriegen Brüder, wir... Sie haben keine Ahnung. Der Ältere sieht schwach aus. Ich bezweifle, dass er es überlebt. Wir werden jetzt also wieder sozusagen zurückgeschmissen in unsere Kindheit. Und da wird uns gezeigt, was passiert ist. Was mit uns gemacht wurde. Hier steht einfach mal so ein Stuhl rum, okay. Und natürlich sind wir hier nicht alleine. Sieht schon gruselig aus, ne? Die Eimerpuppe da hinten drin. Okay, wir schauen uns auf jeden Fall mal ordentlich um. Und hoffen, dass uns nicht wieder 80 Horror-Moments begegnen. Jedenfalls hoffe ich das. Okay, wir schauen uns auf jeden Fall in Ruhe mal um. Okay, die Tür geht auch nicht auf. Sprinten können wir nicht. Da uns natürlich die Synchro aus den Videos fehlt.
Kommt dir dieser Ort bekannt vor? Sie haben uns hier beobachtet, sahen zu, wie die kleinen Ratten in ihrem Käfig spielten. Boah, krass. Sonst hat man ja die Kamera immer von... Ja, die Kamera hier gesehen. Wow. War da gerade irgendwas? Nee. Sonst hat man da immer eine Kamera von da oben rechts aus dem Hauptmenü. Muss bestimmt krass sein, wenn man so als Erwachsener dann wieder zurückkommt, wenn man in so einer Einrichtung war. Boah. Hier kommen wir nicht weiter. Wie gesagt, sprinten können wir nicht. Oh. Er ist hier. Das war klar. Wir müssen die furchtbaren Erinnerungen an diesen Ort und an ihn ausradieren. Nicht mit mir, mein Freund. Ich glaube, ich möchte die Pistole eher behalten, weil die hat unendlich Munition in dieser Mission. Okay, ist auch nichts. Auf jeden Fall verfolgt er uns jetzt. Er verfolgt uns definitiv. Das ist klar. So. Wir müssen jetzt nur mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Schauen wir uns da rum. Ich weiß jetzt nicht, ob sich eine andere Tür öffnet. Ah, gruselig ist es schon, zu wissen, dass es irgendwas hier ist. Ich weiß nur nicht, was hat wir das können diese Erinnerung müssen zerstören, was von ihnen geblieben ist. Nochmals, beweg dich schneller! Genau hier hat er uns an unsere Grenzen gebracht. Zeig mir, dass du was Besonderes bist, wie dein Zellenkumpan! Boah, krass. Zeig mir, dass du so etwas taugst! Nochmals! Beweg dich schneller! Alter, was hat der mit dem Jungen gemacht? Oh, zeig mir, dass du was Besonderes bist! Wie dein Zellenkumpan! Okay, das wiederholt sich gerade. Ich höre gerade so ein leichtes Knurren. Zeig mir, dass du zu etwas taugst! Alter! Boah! Krass! Was hat der mit diesen Kindern? Nochmals! Beweg dich schneller! Was ist das? Achso, Schuhe. Zeig mir, dass du was Besonderes bist, wie dein Zellenkumpan! Zeig dir gleich, du Penner. Ah, halte E, um Erinnerungen zu zerstören. Okay. Ah, wegen dem Eimer, okay. Er ist ein Versager. Nicht wie der Zweite. Auf alle Fälle nicht wie der Zweite. Dr. Wade irrt sich. Man kann ihm nicht widersprechen. Dr. Wade hat keinen Zugang zu ihm. Der Zweite ist stärker. Der erste Prototyp ist nur Schrott. Hat so ein bisschen was, wenn das Vieh kommt aus einem anderen Spiel.
Gott, wie hieß es denn nochmal? Hey, The Mod Hidden Source. Solltet ihr euch mal angucken. Gibt's bei Steam. Wo kommen wir hier jetzt hin? Hier hat er mit uns gespielt. Wir waren für ihn nichts anderes als ein Experiment. Konzentration! Sei konzentriert! Du bist stärker als das hier! Wow! Zeig mir, wie besonders du bist! Bitte was? Alter, was hat der mit den Kindern abgezogen? Würde mal sagen, Vater des Jahres, ne? Jetzt muss ja der Vater sein. Harlem Wade. Alma Wade. Möglich. Die nächste Erinnerung somit zerstört. Der zweite Prototyp ist stärker. Er ist der Favorit. Was ist mit dem ersten Prototypen? Er wird den ersten entfernen. Er ist nutzlos. Der zweite ist sein Favorit. Ja, er wird den Schwachen entfernen. Aber was wird mit ihm geschehen? Wir müssen auf jeden Fall immer in Richtung dieses Lichts laufen. Ich weiß jetzt nur nicht ganz genau, das wollte ich nochmal sagen. Was? Wo ist er? Wo ist er? Da! Was hatte das mit diesem Haus aus der Zwischensequenz vor der Mission auf sich? Ist das das Haus hier? Ist das irgendwie im Keller oder sowas? Wo ist er da? Ist das irgendwie im Keller oder sowas? Kann das sein? Da können wir jetzt durch. Wie gesagt, immer in die Höhe. Du kannst auf der molekularen Stufe zerstören. Ich weiß, dass du das kannst. Enttäusche mich nicht! Sei nicht wie er! Ich will zusehen, wie du das tust! Hier verwandelte er uns in wahre Monster. Ja! Konzentration! Das ist viel besser. Besser, als ich gehofft hatte. What? Ich glaube, jetzt verstehe ich es langsam. Du bist stärker als das hier! Ich glaube, Harlem Wade... Du kannst auf der molekularen Stufe zerstören! Ich weiß, dass du das kannst! Ich glaube, Harlem Wade wollte... Enttäusche mich nicht! Sei nicht wie er! ...wollte aus den Kindern, die... Also aus uns ich Kindern... Ich will zusehen, wie du das tust! Die Kräfte aus dem Eimer rauslocken. Konzentration! Das ist viel. Ich kann mir fast vorstellen, er hat die Wache getötet. Er ist kräftiger, als wir alle gedacht haben. Er ist gefährlich. Er ist ein Erfolg. Er ist wahnsinnig. Er ohne mich seid ihr nicht. Da hinten. Weiter so. Wir können uns nicht auseinanderbringen. Raus hier. Ihr wagt es, euch von mir losreißen zu wollen? Wir müssen die Vergangenheit zurechtrücken. Nur das hält uns noch von unserer Mutter fern. Götter sein können. Stattdessen habt ihr eure Berufung zurückgewiesen. Wir alle hätten Götter sein können. Eine Familie. Warum schrieb ihr nur nach ihr? Sie ist nicht frei.
weiter als ein wütendes Kind. Ihr habt euch nur das Ende zu bieten. Ich gab euch den Anfang. Krass, was passiert denn hier jetzt gerade? Immer schön auf den Hals in das Rote. Hier verdanken wir euer Leben, eure Existenz. Autsch. Na komm. Diese Macht hättet ihr behaupten können. Stattdessen habt ihr verdient euer selbstgewähltes Schicksal. So mühelos, wie ich euch erschaffen habe, werde ich euch auch vernichten. Na komm. Jawohl. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich werde euch bis in alle Ewigkeit verfolgen. Die Kreatur steht aber nicht für Hallo Welt, oder? Jetzt, Bruder, vernichte ihn. Jawohl. Stopp. Das Monster steht für Harlem Wade. Alles klar. Das ergibt Sinn. Na, Klein Harlem? Meine Kinder. Keine Alma. Synchro! Ihr solltet mein Erbe sein. Aber ihr seid alle Monster. Und das war dann auch diese Mission. Schließlich finden die Brüder wieder zu ihrer Mutter. Hat das Familienleben eine Zukunft oder kann es nur einen Lieblingssohn geben? Die Vergangenheit ist nicht länger im Weg. Zu ihr gehen. Das dürfen wir nicht verpassen. Ich schlage dir nochmal vor, dass du alle Optionen abwägst, Bruder. Wir können unaufhaltsam werden. Wir müssen uns nur den Körper einverleihen. Mach mit! Was machst du da? Familie hat dir nie was bedeutet. Willst du weiterhin den Befehlen dieser Frau folgen oder deinem Blutsverwandten die Treue halten? Darauf habe ich gewartet, Bruder. Beim zweiten Mal wird es nicht so einfach. Das verspreche ich dir. Alma hat ihre Entscheidung getroffen. Damit sind wir der Lieblingssohn. Ist ja eigentlich nicht so ganz schwer. Wir haben ja das erste Mal jetzt sozusagen gespielt. Wir könnten die Mission jetzt auch nochmal mit Vettel zu spielen. Und kriegen somit ein alternatives Ende.
Also kann nur einer überleben. So weit hätte es nicht kommen müssen, Bruder. Mit Synchron natürlich noch schöner. Zusammen hätten wir. Es tut mir wahnsinnig Götter leid. Es tut mir einfach nur leid. Kann es nicht ändern. Neuer Sohn ward geboren. Aber die Überlebenden dieser Tortur verdanken euch ihr Leben. Ich weiß, dass ich es tue. Tja. Das Lied ist so geil. ja. Leute, das war's mit 4-3. Wir können jetzt im Prinzip noch einmal mit Vettel durchspielen, aber wir haben ja das Spiel gesehen. Wir können jetzt im Prinzip das gleiche Spiel nochmal spielen. Somit, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich lasse euch jetzt das Ende noch durchspielen. Könnt ihr euch ja mal angucken, wer so alles bei 4-3 dabei war. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis morgen zum nächsten Projekt.
Leid, ihr Schmerz, ihr Leid. Ich kann das alles spüren, als wäre es mein Gefühl. Er hat uns von ihrer Kiste und seiner Familie in den Staub getrieben. Sie hat mir gezeigt, was getan werden muss. Er hat den Tod verdient. Weitermachen. Was ist mit dir?